Diamonds are forever. Diamanten sind ewig und eine der Hauptressourcen der russischen Republik Jakutien. Dort befinden sich 11 der 12 Minen des weltweit größten Diamantenherstellers Alrosa. Der riesige Tagebau Mirny im Nordosten Sibiriens wurde nach einem schweren Unglück zunächst stillgelegt. Doch 200 Kilometer nördlich betreibt Alrosa zwei neue Minen. Bald öffnet das staatliche Unternehmen einen dritten Tagebau. Alrosa gräbt immer weiter und tiefer. Hinter mir sehen Sie die verschiedenen Erdschichten, aber auch die gelblichen Diamantsandablagerungen. Den Grund des Kraters können wir noch nicht sehen. Er liegt bei 375 Metern. In Zukunft geht er auf 450 Meter runter. In jeder Tonne Erde befinden sich rund 6,2 Diamantenkarat. Jeder Stein wird nach Größe sortiert und anschließend auf sicherem Wege in den Westen Russlands verfrachtet. Dort werden die Steine in verschiedene Formen gespalten, zersägt, gerieben und poliert. Es gibt zwei große Risiken beim Spalten: die Schnelligkeit der Scheibenrotation und die hohen Temperaturen. Das Schleifen richtet sich nach den Form- und Farbfacetten des Steins. Jede Facette hat die Form eines perfekten Dreiecks oder einer Raute. Um konkurrenzfähig zu bleiben, investiert Alrosa immer mehr in Afrika, wo sich viele noch nicht komplett ausgebeutete Minen befinden, unter anderem in Angola, Botswana oder Simbabwe.